Hallo, herzlich willkommen zurück bei The Last of Us 2. So, wir wollen aus der U-Bahn raus hier. Dina. Und gib damit. Dann hat es ja keiner mehr, aber ist okay. Alles okay? Ja. Danke. Baby. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. So, wir machen hier auf jeden Fall einmal. Die Waffe fertig. 41. Trifft sich gut. Nochmal 60, dann haben wir das letzte. Was hat er bei 5 Schuss jetzt hier schön in dem Bergopfer? Nichts davon kann ich brauchen. Oh, eine Flasche. Pillen aus der U-Bahn, die will man schlucken. Das ist immer eine gute Idee. Ach, der Weg ist versperrt. Ja, haben wir schon gedacht. Jules. Eine Nachricht für Jules, okay. Ich hoffe, du hast es rausgeschafft und findest diese Nachricht. Wir hatten Ärger mit der Praktikern, aber nichts Schlimmes und uns ist nichts passiert. Wir haben uns hier über Nacht verkrochen, um unsere Wunden zu lecken. Die Leiche eines längst verstorbenen Mannes wachte über uns. Eine grausame Erinnerung daran, warum wir das alles tun. Diese Infektion war wirklich eine Warnung. Es ist besser, von dem zu leben, was die Erde uns schenkt, als an diesem verwesenden Chaos festzuhalten. Zachary sagt, wenn wir weiter nach Norden gehen, treffen wir in ein paar Tagen auf das Severitenlager. Er nennt es Heaven. Und sie haben alles dort selbst aufgebaut. Wenn man ihn so reden hört, ist es schwer, nicht inspiriert zu sein. Sogar optimistisch. Ich bete für deine Sicherheit. Ich will gar nicht daran denken, was Isaac tun wird, wenn seine Schläger dich erwischen. Ich warte gespannt auf ein Zeichen, dass es dir gut geht. Ray. Ich denke, dass diese Sepharien und Sepharien-Gebete und wie auch immer, es ist halt eine Sekte offensichtlich. Vielleicht hier durch. Dass die was mit den Scars zu tun haben. Und eine Abspaltung von den Wölfen ist. Wie gesagt, erzeuge eine Rebellion durch Tyrannei, die eine neue Tyrannei ins Leben gerufen hat offensichtlich, und erschaffe die nächste Rebellion. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat und die Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Zwei fanatische Gruppen. Hier unten ist eine Öffnung. Scheiße, was? Ich gehe davon aus, dass es die nächsten WLFs erwischt hat. Frage ist nur, ob durch Clicker und Runner oder etwas anderes. Scheiße! Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säurespuren. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Was immer die bekämpfen, wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. Bin ich erstmal soweit auch für. Aber kommen wir wohl nicht dran drumherum, auch dagegen zu kämpfen. Säurespucker.
Ah, Leiter. Ein Seil. Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Kommen wir dahin. Ich schwinge. Das sollte gehen. Jetzt habe ich die Waffe gerade erst aufgewertet. Mit dem Pop ist die Tür zu hier schon, ne? Mal gucken mal kurz, ob wir schon irgendwas machen können wieder. Für die Waffe nicht, für die Waffe nicht, für die Waffe auch. Okay, wir haben nur 20 Teile. Das reicht uns. Okay. Dann soll es so sein. Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Ist die Leiter kaputt? Da oben ist es komplett dicht. Da geht's so oder so nicht raus. Okay. Ein bisschen was bekommen. Oh. Hier lang. Hier ist noch ein Schämmler. Los, weg hier! Schämmler? Sam, Vorsicht! Ich hab dich! Ich hab dich! Was? Los! Okay. Neue Art. Ich auch nicht. Schämmler. Oh Gott. Na dann. Dann da vorne auf uns, ja? Vorsicht, rechts von uns. Da ist ja noch eine, oder? Ist jetzt hier vorne? Ja. Geh davon aus. Das ist noch einer. Und zwei. Auch einer. Oh Gott, dass sie nicht mit einem einfachen Molotow zu erledigen sind. Explodieren. Ah! Sieh nach links! Okay. Das hat relativ gut funktioniert. Oh, oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay.
Bämmler, wo kommen jetzt bloß neue Infizierte her? So haben Sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht. Aber sie sind ekelhaft. Sie haben mich 2 Molotows gekostet. Was schlimm wäre, wenn ich nicht so viel Material hätte. Erwischt hat mich letzten Endes ein normaler Runner. Ja, okay, hier durch. Notfallwartung ausschließlich. Also, okay. Folgt den neuen Fedra-Protokollen. Euer Supervisor hat die aktuellsten bei sich und achso, die aktuellen Wartungspläne und Sicherheitsinformationen. Alles klar. Und schon kriege ich mein Zeug wieder. Rotmunition. Das wäre es, was ich gerne hätte. Oh, sieh dir die Verätzungen an. Nein, Führer nicht. Ellie ist leicht morbide. Aber was haben die sich denn hier hinten versteckt? Und wo kamen die her? Sind die durch das Tor hier gekommen? Nein. Da oben. Und hab sie von da aus kommen sehen. Also das heißt, die müssen ja durch das Tor gegangen sein. Hat denen nicht viel genutzt, dass sie den letzten Endes besiegt haben. Ja, hier komme ich her. Nehmen, was du kriegen kannst und gibt nichts wieder her. Mal sehen, wohin uns das führt. Lass dir Zeit. Fast geschafft. Okay. So, das ist damit. Okay. A, hatte sie jetzt genug, dass sie nicht zerquetscht wurde, und B, wollte ich gerade sagen, nur, dass sie damit einen Weg offen lässt für potenzielle Nachfolgende, Infizierte und ähnliches, aber sieht okay aus, erledigt. Soweit ich das sehe. Gut. Shambler? Als wären die anderen schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Ja. Noch eine Karte, sehr gut. Dr. Daniela Starr. Wann sind die alle klug? Heimatplanet Erde, Intelligenz 100, Muskelkraft 60, Future Lines. Die Variante Daniela Starr wurde von Spark Century 22 direkt aus Titans bester Wissenschaftsakademie rekrutiert, um den Ionenantrieb-Entwicklerteam zugeteilt. Mit den wachsamen Augen ihrer Kollegen entwickelte sie Pläne, die kühnsten Erwartungen noch übertrafen. Doch als sie erfuhr, dass ihre Vorgesetzten ihre Technologie für Energiewaffen nutzen wollten, stapelte sie sich ihre Forschungsergebnisse flur auf den Ganymed. Jetzt steht sie unter dem Schutz der Future Alliance und ist kurz davor, das erste Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit der Menschheit zu entwickeln. Eine Heldin. Ah. Nur für die Karte?
Und ein paar Teile. Okay. Ist nicht so berauschend. Na gut, aber wenn das der hier so rumfliegt, braucht dich halt nicht, ne? Okay. Dina ist ja schon mal durch die Tür gegangen. Ja, was haben wir hier? Nein. Ja. Eine Schnitzerei. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar Graffiti. Ja. Warum die Wolves sie wohl Scars nennen? Wahrscheinlich, weil die ihre Anführerin... Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich es gar nicht wissen. Wie gesagt, ich sagte ja in der Wand, das ist kein Riss in der Wand, das ist eine Narbe im Gesicht. Ich gehe davon aus, ihre Anführerin ist das. Da können wir ganz davon ausgehen. Und die sind Scars benannt. Also wieder fein. Nein! Habe ich nicht echt getan. Scheiße. Scheiße. Warum springe ich denn da runter, bevor ich mich umgeguckt habe? Es war doch klar, dass ich da runter springe, damit ich wieder hochkomme. Und natürlich ist hier ein Checkpoint, da gehe ich jede Bitte von ein. Ja, toll. So, die Chamblers werde ich nicht von hinten besiegen können, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich gehe auch davon aus, dass sie ähnlich wie die Dicker blind sind. Ah. Die werde ich nicht einfach im Nahkampf ausschalten können. Also, nicht überraschen. Aber das haben wir gesehen, dass der hier echt doof steht. Die Anzeige dafür schon bekommen. Vorsicht, Vorsicht! Na los! Ah, ist so wieder ätzend. Ich lasse Dina zurück, ja. Aber mal nicht ganz okay. So, wie ich es wollte, aber... Ich bin so weit, hier abzuhauen. Ich auch. Ach, ey, das riecht mich jetzt wieder wirklich auf, dass ich gar nicht dran gedacht habe.
hoffe, dass ich da keine Karte vergessen habe. Die hätte ich ganz gerne schon im ersten Durchlauf alle gesammelt, wenn es geht. Ja, die lange Brand. Okay. Dass man eben, wenn man seinen Fehler bemerkt hat, keine Chance hat, ihn rückgängig zu machen, ist schon ein bisschen ätzend. Nee, ist der nicht da lange Brand? Jetzt würde ich hier so eine Scheibe. Ja doch, ich hätte hier einfach durchgekommen, okay. Ist ja unspannend. Ah, das war gut, da war ein großer Bereich. Viel Zeug mit Sicherheit. Sekunde. So. Ach Mensch. Das gebe ich mir die ganze Zeit so viel Mühe, alles Mögliche abzusuchen. Ach, egal. Danke, Sherlock. Dieser Zugunfall sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir hier nicht weiterkommen. Haben wir jetzt 36, noch 24. Oh nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Mein Tipp. Wir sind auch zu lange gefahren. Noch eine Nachricht für Jules. Ich hoffe immer noch, dass du kommst. Hier unten sind unglaublich viele Infizierte. Allmählich bewundere ich Zachary. Er ist ein guter Nahkämpfer und er hört einfach alles, was im Dunkeln herumkriegt. Fast wie eine Fledermaus. Außerdem betet er jeden Abend für seinen kranken Vater und stimmt in meine Gebete für diejenigen ein, die ich liebe und vermisse. Besonders dich. Einen Satz sagt Zachary immer wieder. Sie führe dich. Und an den Satz muss ich immer denken, wenn ich mich frage, was mit dir ist. Vielleicht gibt es irgendetwas Größeres, oder jemand Größeres, der über uns wacht. Ich klinge ein wenig wie ein religiöser Spinner, was? Also, sie führe dich, Jules, auf eine schnelle und sichere Reise. Gray. Ja. Alkohol. Also, mag Bier holen. Wenn ich schon die Option hab. Oh, warte mal. War blöd, oder? Also, weil nutzlos. Weil. Und hier kam ich doch. Ach ja. Dina? Ja. Das macht jetzt natürlich mein Gesuche nicht obsolet, nur weil ich da die eine Stelle jetzt ein bisschen verkackt habe. Ich gehe davon aus, es waren vielleicht ein paar Pillen, Material, Munition, so Zeug. Aber ich denke, viel mehr wird es nicht gewesen sein.
Hey, das Licht kommt näher. Das heißt, wir sind näher dran, hier endlich rauszukommen. Hey, ich helfe dir da hoch. Ja. Fast geschafft. Ich habe halt Munition für die falschen Waffen. Okay, jetzt müssen wir wieder rennen. Hilf mir! Ist ja durch. Lauf, Dina! Ellie! Ich bin hier! Nicht langsamer werden! Hier lang! Schnell! Fuck! Nein! Nein! Ach, die Scheiße. Komm schon! Willst du dich dann aufhalten? Gar nicht, aber scheiße. Bisschen frische Luft. Hey. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Mich jetzt hier mit ihr umzuschauen, ist auch eher müßig. Ja, dann ist es jetzt raus. Und damit weiß Nina jetzt auch, dass die Geschichte nicht gelogen war. Da können immer noch Unidentifizierte drin sein. Aber übrigens, von den Sporen nicht zu husten, nur weil man sich nicht infiziert, ist eigentlich auch ein bisschen Blödsinn. Atmen macht dich trotzdem schwer, oder nicht? Ah, ich hätte jetzt gerade mal drücken mal. Wieso Zimmer? Friede. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen, vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert.
Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Und dann geht die mit? Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Also bis jetzt dachte ich ja, Dina wäre ein vernünftiger Charakter, aber hilfreich. Gute Kämpferin. Geht manchmal im Weg rum, aber gut. Und jetzt denke ich mir, die erste Geschichte war das, wir können uns meine Maske teilen. Wie soll das funktionieren? Nimmst die Maske ab und zack, wenn der nächste die aufsetzt, nimmt er die Sporen automatisch mit rein. Bullshit. Und jetzt auch noch die Nummer hier. Wer weiß, wie lange die ganze Reise hier dauert. Und sie bringt halt nicht nur sich selbst in Gefahr. Gesehen, wird es mit der Zeit nicht leichter. Sandra. Ich frage mich, wie viele in diesem Stück sterben. Eine amerikanische Tragödie. Tragödie? So ist gut. Schlüssel nötig. Mhm. Ja. 4. September. Ich, Perez, Green und Adams haben es vor 2 Tagen zum Horchposten geschafft. Bisher läuft es insofern gut, dass die WLF hier noch nicht aufgetaucht ist. Die Stadt ist an die WLF gefallen. Nur durch pures Glück und gutes Timing konnten wir aus dem Hauptquartier entkommen. Torres, Ward und die anderen sind wahrscheinlich tot. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Im Moment bin ich einfach nur froh, dass ich am Leben bin. 4. September. Ich kann nicht schlafen, ich habe hohes Fieber, keine Medikamente, ich habe überall gesucht. Wir haben nichts außer unseren Uniformen. Oder Funk. Kriegen wir keinen Kontakt. Wie viele von uns haben es rausgeschafft? 7. September. Ich habe immer noch Fieber. Ich habe keine größeren Wunden, das kann also eigentlich keine Infektion sein. Die anderen wollen warten, bis du lebst und dann im Krankenhaus Medikamente für mich besorgen. Vorräte für die Weiterreise, wohin auch immer. Wir sind echt okay. 10. September. Das dürfte nicht so lange dauern. Die Notiz ist alt. Trotzdem, lieber vorsichtig. Okay, mir war also sehr lange fiebrig. Mindestens 4 Tage. Schnaps.
Employees only. Damit komme ich hinter die Bühne, ne? Da ist Strom. Noch eine Notiz. 13. September. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Sie kommen nicht zurück. Entweder sind sie überfallen worden oder sie haben mich im Stich gelassen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank geworden bin. Wenigstens ist das Fieber jetzt weg, aber dafür sterbe ich vor Hunger. Ich sollte mir in den Häusern hier was zu essen suchen und dann mal sehen, ob ich irgendwen über Funk erreichen kann. 15. September. Der Dauerregen bedeutet zumindest, dass ich nicht verdurste. Leider setzt dadurch auch ständig die Stromversorgung aus. Nicht gerade günstig, wenn man funken will. Nicht. Es antwortet ja sowieso niemand. Die WLF kann unmöglich alle Fettohrhauchposten ausgelöscht haben. Niemals. Ich muss es weiter versuchen. 16. September. Ich habe geträumt, dass ich an einer Schusswunde verblutet bin und sie lachend daneben gestanden haben. Vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Brauche eine Zigarette. Man sollte ja meinen, dass in einem Theater irgendwo ein oder zwei Päckchen herumliegen. War nichts. 19. September. Der Strom ist schon wieder aus. Ich werde mal aufs Dach steigen und nachschauen, ob ich ihn jetzt zum Laufen kriege. Das wird dann wohl auch meine Aufgabe werden. Teile. Das heißt, da vorne raus. Bevor ich das allerdings tue, schaue ich mich hier noch weiter um. Gut, hier haben sie also auch alles verbarrikadiert und da ist noch eine Karte. Ich hoffe so sehr, ich habe keine verpasst. Beyond. Imani Graves. Intelligenz 80, Muskelkraft 40, keine Zugehörigkeit. Nach einer Nahtoderfahrung und einem zweiwöchigen Koma fand diese erfahrene Polizistin heraus, dass sie von unserer Welt in die Welt der Geister reisen und den Tod kommunizieren konnte. Unter dem Namen Beyond verbringt sie jetzt die Hälfte ihrer Zeit mit der Aufklärung von Mordfällen und die andere Hälfte als spirituelles Medium für trauernde Familien. Ihre Ausflüge in die Geisterwelt beschleunigen allerdings deutlich ihren eigenen Verfall. Sie sieht deutlich älter aus als ihre 35 Jahre. Wie viel Zeit bleibt ihr noch? Alien. Wenn ich mir jetzt so angucke, ist sie ganz schön ergraut. Für 35. Nicht gut. Es regnet. Du deine Mütze auf. Sehr gut. Ich hasse diese Leitung. Shit. Bist du hinüber? Warst wohl kein besonders guter Elektriker. Naja, hat den Stecker reingekriegt. Geschafft. Der Kommentar, du warst wohl kein besonders guter Elektriker, der ist schon gut. Und wirklich safe ist das da so auch nicht. Ah, ein Funkgerät. Ah, die Schlüssel. Was ist das? Okay.
PlayStation ist mittlerweile auch wieder im Düsenmodus. Karte. Eine Sekunde. Muss ich mal gucken, ob ich das rausschneide, aber es ist so schnell gegangen. Das wäre Blödsinn. Das zwischen. Ja, der Kater wollte mal wieder rein. Macht er dann einen Lärm, bevor er alle weckt. Wow. Joe, du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Vermutlich. The Sick Habit mit Brick Shithouse. Pinnacle Theater. $25 und Einlass. Alle Erlöse gehen an das Kinderzentrum Seattle. Ah! Sick Habit Setlist. Zettel for Less. Who can say? Once more. Überleitung zu Onto the Beach. Reach. Hideout. Running towards my province. Procession the Night. Of Two Minds. Ausgabe Armstrong und Holy QED. Oh, da ist noch einiges hinter, ne? Oh, gruselig. Niemals. Da geht er. Na komm, Spiel für Dina oder Spiel für dich selbst? Setze ich einfach vorne hin und spielt. Okay. Besser wieder stimmen. Ach, kann ich nicht. Okay. Oh doch. Es ist immer nur eine Seite. Irgendwann singt sie es auch mal komplett. Oh, Rückblick. 3 Jahre zuvor. Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin. Euer Steffen. Ich rate.